Wenn Sie drei Leute fragen, was fällt Ihnen zur Altmark ein? Da sagt der Erste Spargel. Und der Zweite sagt Spargel. Und der Dritte sagt Truppenübungsplätze. Ich gebe zu, das sind Vorurteile. Und das klingt auch ziemlich langweilig. Aber schauen Sie sich um. Diese Landschaft ist doch alles andere als eintönig. Und wenn Sie erst die Städte und die Menschen hier kennenlernen, dann sagen auch Sie sagenhaft. Riesig ist die Altmark. 4700 Quadratkilometer. Doppelt so groß wie das Saarland. Nördlich der Magdeburger Börde erstreckt sie sich bis hoch zum Wendland und zur Prignitz. Historisch ist die Altmark eine der wichtigsten Gegenden Deutschlands. Dabei hat sie es gemütlich angehen lassen. Auerochsen und Mammuts durchstreiften das weite Gebiet. Die Menschen besiedelten diese Gegend vergleichsweise spät. Erst in der Jungsteinzeit. Die große Stunde der Altmark schlägt Jahrtausende später, im Mittelalter. Albrecht der Bär wird hier 1134 Markgraf und beschert diesem wundervollen Landstrich Reichtum und Macht. Von hier aus erobert er Brandenburg. Und so ist die alte Mark, westelbisches Stammland, der neuen Mark Brandenburg. Nicht ganz zu Unrecht nennt man die Altmark deshalb auch gern die Wiege Preußens. Im Mittelalter gelingt den Altmärkern der ganz große Coup. Die reichen, wehrhaften Handelsstädte wie Havelberg, Stendal, Tangermünde oder auch Werben bekommen den Ritterschlag und werden Mitglied des mächtigen norddeutschen Städtebundes, der Hanse. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es ein dichteres Netz an Hansestädten als ausgerechnet hier in der Altmark, die ja bekanntlich nicht am Meer liegt. Tangermünde, das ist die heimliche Hauptstadt der Altmark, die schönste der schönen Hansestädte. Und das dort, das Schloss, das hat sich Kaiser Karl IV. Als Zweitwohnsitz bauen lassen, neben dem Prager Hradschin. Heute ein schickes Hotel. Die Innenstadt von Tangermünde liegt am Fuße des Schlosses. Und wenn ich es nicht besser wüsste, man könnte tatsächlich glauben, im Norden zu sein. Sagenhaft schöne Backsteinarchitektur. Hier will ich mehr sehen. Und deshalb werde ich gleich abgeholt mit dem heißesten Schlitten von Tangermünde und dem Platzhirsch der Stadt am Steuer. Timo Schönwald. Ja, großer Auftritt, aber auch viel dahinter. Der Ford V8 ist nur ein kleiner Spleen, sagt er. Er liebt alte Sachen, vor allem seine Stadt und deren große Geschichte. Und für die legt er sich sichtbar ins Zeug. Bekannt wie ein bunter Hund. Ja, positiv. Hoffe ich. Jahrhundertelang war die Altmark berühmt für Bier. Im Mittelalter trank man das Tangermünder Kuhschwanzbier sogar in Hamburg. Das sollte wieder so sein, befand Timo Schönwald. Timo, bist du derjenige gewesen, der versucht hat, so die alte Bier
Tradition wieder zu beleben? Ich sag mal so, ich war der Erste. Aber es lag in der Luft. Die Stadtführer erzählen schon immer vom Kuhschweinsbier und dieser alten Biertradition und 80 Bierbrauereien hier in der Stadt. Ja, und da wurde es viel an mich herangetragen. Du musst mal Bier brauen, wir brauchen doch hier das Kuhschweinsbier wieder. Hattest du denn Ahnung zu dem Zeitpunkt von der Bierbrauerei? Nee, aber ich war immer Autodidakt. Wir fahren zum Fluss, an dem das Tangermünder Kuhschwanzbier angeblich seinen Namen bekommen hat. Gleich hinter der dicken Stadtmauer fließt der Tanger und parallel dazu die Elbe. Im Mittelalter fand hier das Leben statt. Die Wäsche wurde im Fluss gewaschen und die Tiere getränkt. Für die Bierbrauer, die sauberes Wasser brauchten, war das schlecht. Und so verhängten sie für die Zeit des Brauens ein Badeverbot für sämtliche Tiere. Allerdings hielt immer irgendeine Kuh ihren Schwanz unerlaubt ins Wasser des Tanger. Und so nannte man das Bier Kuhschwanzbier. Das neue Kuhschwanzbier kommt ohne die unerwünschten Zusätze aus. So weit geht die Geschichtsliebe von Timo Schönwald nun doch nicht. In seinem Büro, sagt er, habe er einen dicken Aktenordner, auf dem steht Luftschlösser und Spinnereien. Und das hier war so ein Luftschloss, mit undichten Dächern und völlig heruntergekommen. Schon zu DDR-Zeiten hatten Timo und seine Mutter alte Möbel und Hausrat gesammelt, mit dem sie ein Geschichtsmuseum eröffnen wollten. Das durften sie nicht. Jetzt stehen all diese wundervollen Fundstücke in Timos Traditionskneipe. Timo, das hier war sozusagen die Keimzelle deiner ganzen Aktivitäten hier in Tangermünde? Ja, hier ging es 1997 los. Vorher haben wir anderthalb Jahre, ich glaube fast zwei Jahre, den Lehm an die Decken geschmiert. Und an selber die Wände. Gemacht alles? Selber, ja. Was war denn das früher? Die Kirche hat es so vor 250 Jahren gekauft und dann eine Schule eingerichtet. Und diese gab es dann so bis 1920 knapp. Und weil es eine Schule war, gibt es drüben auch Schulunterricht? Richtig. Frei nach dem legendären Film Feuerzangenbowle. Vor allem Betriebsausflügler mieten sich hier gern ein und genießen rüde Lehrmethoden, schlüpfrige Witze auf Kosten der Kollegen und Alkohol für alle. Ist das jetzt das, was wir vorhin die ganze Zeit immer genannt und besprochen haben? Genau. Kuhschwanzbier. Ich finde, wir sollten mal kosten, oder? Ich frage mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, wann der Satz endlich kommt. Plopp. Prost. Prost. Ja. Gar nicht übel. No? Ein Mühkälter, oder? Ja, gut. Aber es schmeckt, ja. Apropos schmecken. Bei euch kann man ja auch essen. Ich kann hier zumindest in die Küche reingucken. Ja. Was gibt's bei euch? Vor allem natürlich altmärkische Sachen. Also auch was hier in die Region gehört. Ja, natürlich. Wir haben uns natürlich da auch komplett an der Zeit orientiert, haben gesagt, wir gucken mal so um 1900, welche Sachen dann hier so gegessen wurden. Und was wurde hier so und gegessen? Och, das zieht sich schon ganz schön durch die Reihen. Ne? Also erstmal fast jedes Tier. Mhm. Störche darf man nicht mehr braten, das haben wir also sein lassen. Aber ansonsten von Pferd, Schwein, Rind, alles. Mhm. Alles, was man überhaupt essen konnte. Naja, ihr habt ja auch regen Publikumsverkehr hier. Ja, Gott sei Dank. Die Hütte ist voll. Ja, wunderbar. Also es muss ja schmecken. Es wird schmecken. Es muss ja schmecken hier. Soll ich so? Also sicherlich schmeckt's hier, denke ich mir. Oh, das sieht toll aus. Hier muss es echt schmecken. Mann, Mann, so, Mann. Dann hol ich's mal vor, ja? Ja, Timo. Gute Idee. Ah, hoffentlich schmeckt's hier. Ui. Schau mal, das ist Klump. Klump ist eine typisch altmärkische Geschichte, ein unförmiger Kloß.
Hier haben wir einen kleinen Zusammenhang mit dem Kuhschwanzbier. Das ist Kuhschwanzbierfleisch. Rind. Okay. Ja. Ich dachte, das ist jetzt der Kuhschwanz, den du ja auf den Teller gezaubert hast. Aber hier, das ist unsere Pferdebulette. Habt ihr auch Besteck, sag mal? Ja, womit fangen wir an? Ach, ich hätte gerne eine Gabel. Danke. Klump. Klump. Das isst man mit Quark? Mhm. Ja, ich mach mal hier. Lecker. Im Prinzip ist der Klump Ersatz für Kartoffeln. Es ist eine Art Nudelteig aus Eiern, Mehl und Wasser. Und das Bierfleisch? Auch gut. Mit der Biersoße. Genau. Fein. Nichts zum Abnehmen, oder? Nee, die altmärkische Küche ist nicht zum Abnehmen, eigentlich. Isst du Pferd? Nee, ich würde dir vertrauen, wenn du sagst, es schmeckt. Danke. So wird es morgen regnen, ist mir egal. Prost. Und nun wird mir endgültig klar, warum Timo hier in Tangermünde der Platzhirsch ist. Gleich gegenüber seiner Kneipe hat er noch ein Luftschloss hingestellt. Ein Hotel. Ein besonderes Hotel. Jedes der Zimmer widmet sich einer Begebenheit oder Person der Stadtgeschichte. Hier kann man zum Beispiel thronen wie Kaiser Karl IV., der ja in Tangermünde residierte und das Schloss bauen ließ. Dieser Raum sieht ein bisschen abgebrannt aus. Und das soll er auch. Es ist das Zimmer der Grete Minde, jene Frau, die 1617 ein verheerendes Feuer in Tangermünde gelegt haben soll, für das sie zur Strafe selbst auf dem Scheiterhaufen brennen musste. Als Theodor Fontane Tangermünde besuchte, war er so erschüttert von dieser Frau, dass er Grete Minde in einer gleichnamigen Erzählung verewigt hat. Heute hat die Tochter der Stadt auch noch ein Denkmal aus Bronze. Denn inzwischen weiß man, dass sie nicht die Brandstifterin von Tangermünde war. Der Reichtum und die Schönheit der sieben altmärkischen Hansestädte strahlt bis heute. Einst wurden sie durch den Handel mit Salz, Fisch, edlen Tuchen und eben Bier wohlhabend. Die älteste Biersorte der Welt kommt nicht etwa aus Bayern oder Franken, sondern aus Gardelegen. Das Galey-Bier wurde hier 1314 erstmals gebraut. Doch dem Segen folgte der Fluch. Der Kurfürst wurde damals neidisch auf die reichen Händler und verdoppelte 1488 kurzerhand die Biersteuer. Das ließen sich die Altmärker nicht gefallen und es entbrannte der sogenannte Bierkrieg. Die altmärkischen Städte verloren gegen ihren Fürsten und mussten zur Strafe aus allen Bündnissen austreten, auch aus der Hanse. Das war damals das Ende des großen Reichtums. Manche sagen, die Altmärker seien stur oder gar starrköpfig. Sie selbst nennen das ihr Kämpferherz. Als vor wenigen Jahren die ICE-Schnellfahrstrecke von Hannover nach Berlin quer durch die Altmark gebaut werden sollte, stieß das auf heftigen Protest. Die Altmärker wehrten sich vehement. Sie wollten keinen Lärm, keinen Dreck, keinen Einschnitt in ihre sagenhaft schöne Natur. Und Tempo scheint hier auch gar keine Maßeinheit zu haben. Es ist die Gegend für die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Am liebsten gemessen in Pferdestärken. Die
Die Altmark ist Pferdeland. Und deshalb steige ich auf den Bock. Die Damen neben mir, Nanni Albold und ihre Tochter Maria. Sie schicken Touristen mit Pferd und Planwagen auf Abenteuertour durch die Altmark. Ganz geheuer ist mir das nicht, mit einem PS auf der Landstraße. Aber keiner hupt. Sagenhaft. War das eure Idee, überhaupt sowas ins Leben zu rufen, oder habt ihr so ein Vorbild gehabt? Die Iren machen das seit 50 Jahren. Echt? Ja. Und ich war als Kind mit der ganzen Familie mit 3 Wagen in Irland unterwegs. Wir hatten alle keine Ahnung von Pferd und sind nach 2 Wochen heilbeinig wieder zurückgekommen. Und da haben wir gedacht, das kann man hier auch machen. Als ihr dann mit der Idee hier in der Altmark angekommen sind, haben die Leute gesagt, ihr spinnt? Richtig. Man kann doch nicht fremde Pferde mit fremden Menschen durch die Gegend schicken. Das geht überhaupt nicht. Hätte ich ja auch gedacht. Keiner ihrer Gäste sei bisher gescheitert. Alle haben Wagen und Pferd schon nach wenigen Stunden allein kutschiert. Dieser unerschrockenen Frau glaube ich. Muss ich jetzt auch. Ja, wie halten? Einfach halten. Einfach halten. Und eine lockere Verbindung zum Pferdemaul. Ja. Weil die Fahrpferde holen mit dem Kopf schon. Reitpferde mit dem Hinterteil und Fahrpferde mit dem Kopf. Und wenn du die zu kurz hältst, dann haben die das Gefühl, aber jetzt du hältst gleich das anders als ich. So ist fein, Dicker. Wie gut reden gemacht. Sie mit mir? So ich ist rede fein, so nur Dicker. Mit meinem Pferd. Die Kreuzung ist frei. Weiter geht's. Tatsächlich, ich entspanne, schon nach einer halben Stunde. Die schwitzenden Hände werden trocken und das Pferd macht wirklich, was ich will. Nanni Albold war in Deutschland die erste, die solche Planwagentouren angeboten hat. Kaum eine Region ist dafür so geeignet wie die flache, weitläufige Altmark. Nanni, bist du hier aus der Altmark? Ich bin. 1995 sind wir hierher gekommen. Und warum Altmark? Schöne Gegend. Wenig Menschen? Ja, viel Platz und schöne Gegend. Bist du hier gleich gut aufgenommen worden? Oder ihr? Eigentlich schon, aber das lag hauptsächlich daran, dass wir auch nur Gummistiefel und Schubkarren hatten und nicht den dicken Geldbeutel, den mancher aus dem Westen mitgebracht hat. Aus Düsseldorf zog Nanni Albold in die Altmark. Ihre Traumgegend, sagt sie. Zu einem nahezu symbolischen Preis kaufte sie diesen einst völlig abgewirtschafteten Bauernhof. Seither saniert sie Hof, Haus und Garten und hat hier im Laufe der Jahre 5 Kinder bekommen und großgezogen, weitgehend allein. Die Kinder studieren inzwischen in ganz Deutschland. Aber sie kommen liebend gern nach Hause, trotz der vielen Arbeit, die sie hier jedes Mal erwartet. Eigentlich ist Nanni Albold studierte Landwirtin und wollte in der Altmark Rinder züchten. Das hat nicht geklappt. Und so musste sie umsatteln. Auf Pferde. Der Familienrat, also ihre 5 Kinder, war damals dafür. Heute tagt er wieder. Es soll um ein Projekt der jüngsten Tochter Freya gehen, die sich mit Heilpflanzen ausprobieren möchte. Selten ist der viel bemühte Satz so zutreffend wie bei Familie Albold. Hart, aber sehr, sehr herzlich. Nützlich ist das nicht wirklich, ne? Blühen die wenigstens schön? Nein, das ist total nützlich. Man kann getrockneten Tee von trinken und wenn du so ein Blatt am Tag trinkst, lebst du ewig. Gut, wenn das klappt. Aber man darf mit dem Tee nicht übertreiben. Sonst stirbt man sofort. Man wird ohnmächtig. Das sag ich doch. Man stirbt nicht sofort. Auch Nannis Gäste wissen ihre klaren Ansagen zu schätzen. Heute macht sich Familie Völker Kurz auf eine einwöchige Reise mit dem Pferdewohnwagen durch die schöne Altmark. Bis auf die Mama haben alle keine Erfahrungen mit Pferden, allerdings auch überhaupt keine Scheu. Dann folgt die Einweisung. Kapitel 1, Körperpflege beim Pferd. Vorsichtig wieder runter. Mhm.
in die Haare richtig reinpacken als Griff. Mhm. Jeps. Für den Fall, dass er sich wieder hinstellt, steht er auf deinem Fuß, wenn dein Fuß da ist. Ach so. Mhm. So, so. Gut. Jeps. Dein Knie drunter. Ja. Haare weg, die Mähne. Und dann hier vorne unten drunter durch. Einfach da ein Loch suchen. Einer rechts, einer links. Und dann von hinten wie eine Tischdecke. Die Tischdecke soll übrigens lästige Bremsen abwehren. Warte, der hat das Gebiss aber nicht im Maul. Nee, stimmt. Der hat das wieder ausgespuckt. Da muss ich nochmal. So, jetzt. So. Kapitel 2, Strippenkunde. Weil sich das keiner beim ersten Mal merken kann, gibt's einen ausführlichen Plan, wie auch eine Karte mit der Route. Und dann kommen wir in Winterfeld an. Und bevor man morgens vom Platz fährt, so wie jetzt, erst in Plan lesen, geradeaus, rechts oder links. Ja, okay, das fährt mir in die falsche Richtung. Richtig, mach mal, Tom, ne? Kennst du das? Nein. Oh, super. So. Zurück noch. Jetzt. Ja. Guck mal. Schau nirgendwo durch. Mhm. Komm, Tom. Komm. Hey. Ja, so ist fein. In den ersten ein, zwei Stunden fährt Nanni mit. Erklärt, wie man kutschiert, wie man Kreuzungen schafft und wann das Pferd eine Pause braucht. Bei Familie Föcker-Kurz merkt sie schnell, dass die auf so einem Kutschbock richtig sind. Der Familienurlaub beginnt. Und bei dieser Reise sind die großen Abenteuer oft die alltäglichen Kleinigkeiten. Einkaufen mit Pferd. Recht entspannt, finde ich. Gestern hatten wir mal, irgendwo sind wir durch den Wald gefahren, da waren sehr viele Bremsen. Da wurde er ein bisschen unruhig, wollte hier und da mal abtraben, aber dann kriegte man ihn auch wieder gebändigt. Einziger Luxus auf dem Planwagen, ein kleiner batteriebetriebener Kühlschrank. Ansonsten ist eine solche Reise ein Naturerlebnis. Und nein. Wir haben nicht in Archiven aus dem Wilden Westen gewildert. Das ist die Altmark. Am Abend bekommt das Pferd seine verdiente Auszeit und die Familie einen Ort, an dem sie den Wagen für die Nacht aufstellen kann. Heute ist das ein Bauernhof in Biesenthal. Morgen wird es ein Gestüt 15 Kilometer weiter weg sein. Aus Lüdenscheid ist die Familie zum Planwagenurlaub in die Altmark gekommen und sie sind rundum glücklich, mit dieser Art zu reisen. Ich kann ja auch zwischendurch reingehen und was machen, Spiele spielen oder so. Das ist ja nicht so wie im Auto, dass man nur rumsitzt. Und wir gehen auch mal ein bisschen neben den Wagen. Ja, das ist eine entspannte Art, Urlaub zu machen. Weil man halt wirklich langsam so durch die Gegend schaukelt und sich alles angucken kann. Und das ist irgendwie ein Urlaub ohne Uhr. Man guckt nicht auf die Uhr und sagt so, dann und dann müssen wir da sein, sondern man lässt sich einfach so ein bisschen treiben. Ist das eine Besonderheit, dass wirklich jeder, der möchte, hier fahren kann? Ist das überall so? Nee, es gibt ein paar Bundesländer, da darfst du fahren, wo du willst und ohne Schein. Es gibt auch ein paar Bundesländer, da musst du erstmal schon mal einen Kutschenführerschein haben. Und dann haben die so super Waldgesetze, dass du nur auf wirklich ausgewiesenen Wegen fahren darfst. Mhm. Und in der Altmark darfst du eigentlich überall fahren, wenn du ein Pferd dabei hast. Außer es steht ein Schild dran mit Pferd verboten. Und das Schild gibt es in der ganzen Altmark nur einmal. Und das ist eine private Einfahrt. Ach so, ich dachte, es steht vorm Landtag, oder? Nee, da noch steht, da darfst du auch. Alles kein Ding.
die Elbe. Sie bildet die östliche Grenze der Altmark. Gleich nördlich, hinter Magdeburg, wird der Fluss altmärkisch. Bis hoch in den Norden, nach Havelberg. Die Elbe war und ist der wichtigste Handelsweg der Gegend. Eine Autobahn führt nicht durch die Altmark. Schon im Mittelalter genossen die altmärkischen Händler das Privileg des großen Flusses und versorgten den gesamten Norden mit ihren Waren. ...2013 wurde die Elbe zur großen Bedrohung. Dörfer und Städte versanken im Hochwasser. Die umstrittene ICE-Schnellfahrstrecke war komplett überflutet und fast ein halbes Jahr gesperrt. Die größte Katastrophe drohte mit dem Deichbruch bei Fischbeck. Dort klaffte ein 90 Meter breites Loch. Die Altmärker setzten in dieser dramatischen Situation alles auf eine Karte. Sie taten etwas, was zuvor nie probiert wurde. Drei Lastschiffe wurden genau an der Deichbruchstelle versenkt, um die Lücke zu schließen. Es klappte. Und es wurde die Rettung in letzter Sekunde auch für die Stadt Seehausen im Norden der Altmark. Das ist jetzt ein Jahr her und ein Fest wert. Denn auch hier in der Kleingartenanlage von Seehausen war Land unter. Gott sei Dank haben die Hochleistungstiere der Anlage überlebt. Denn auf sie kommt es heute an. Nein, auf sie nicht. Hühner sind heute nur Zaungäste. Die Stars sind die Hähne. Es ist das traditionelle Hahnenkrähen von Seehausen. Ein Brauch aus dem Mittelalter. Und es geht ganz klassisch darum, welcher ist der schönste und wer kann am häufigsten krähen. Joachim Schulz war einer der wichtigsten Helfer beim Hochwasser vor einem Jahr. Heute will er sich für den Einsatz belohnen und geht gleich mit zwei Hähnen ins Rennen. 12 und 11. Glück für ihn, dass nicht alle Teilnehmer an den Start gehen wollen. Wenn das ausgebüxt. Wieder unter. Wenn die Jury komplett ist, können die Spiele beginnen. Der Hahn, der binnen einer halben Stunde am häufigsten kräht, wird Sieger. Jetzt, ab jetzt. Das Prachtstück der Familie Schulz ist die Nummer 10. Doch er lässt sich Zeit. Lasst euch hier nicht ablenken hier mit dem Zählen. Es gibt noch nichts zu zählen. Sagenhaft, wie still Hähne sein können. Aber dann der erlösende erste Schrei von Nummer 10. Die Konkurrenz zieht nach. Aber der Familienhahn der Schulzes ist jetzt in Form. Und er holt die Trophäe für den Meistkräher und auch noch für den schönsten Hahn nach Hause. Eigentlich hat Susanne ihn ja verdient. Ja. Ja, genau. In Seehausen ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich will mich, diesmal in einer weniger aufgeladenen Atmosphäre, noch einmal mit Joachim Schulz treffen. Er hat mir von einem unglaublichen Projekt erzählt, für das er inzwischen deutschlandweit bekannt ist. Ja.
Joachim Schulz sammelt nicht nur lautstarke Hähne, er sammelt auch Panzer. Das hier ist sein Prachtstück. Ein Original-Brückenlegepanzer der sowjetischen Streitkräfte. Er war sein erster. Ihm folgten viele, viele weitere. Schon als kleiner Junge träumte er vom Panzerfahren. Inzwischen ist Joachim Schulz 47 Jahre, Vater von 5 Kindern und träumt weniger. Die Panzer hat er behalten und lange Zeit nach einer Idee gesucht, wie man diese bärenstarken Ungetüme zivil sinnvoll nutzen kann. Ich bin beeindruckt und trete entschlossen den ersten Panzerausflug meines Lebens an. Kann ich mitfahren? Können Sie gerne. Nehmen Sie mal hier drüben Platz. Nehmen Sie mal bequem drüben Platz. Ich weiß gar nicht, wo kommt man denn rein? Da sieht man, dass ich noch nie auf einem Panzer war. Ich würde sagen, Sie setzen sich so halb mit den Füßen hier rein, ja, und halten sich an der Klappe fest. Genau. Ja. So? Ja, so. Herr Schulz, wie haben denn die anderen Altmärker eigentlich reagiert, als Sie das erste Mal mit dem Panzer um die Ecke gekommen sind? Ich denke mal, für die Nachbarn ist es manchmal auch nicht einfach. Aber wie gesagt, wenn die Einsätze kommen, das können wir nicht planen vorher, dann müssen wir verladen. Und manchmal bittet man ein bisschen, oder wir bitten auch um Entschuldigung, wenn es manchmal wirklich laut wird und so. Aber wie gesagt, der Einsatz ruft und wir müssen los. Wie sagt man, Ahoi oder, nee, Panzermarsch? Kette Heil vielleicht. Oder Kette Heil, auf geht's. Joachim Schulz ist nicht der Typ für salbungsvolle Reden, er ist ein Mann der Tat. Und die Einsätze, von denen er spricht, will er mir jetzt zeigen. Es ist ein sagenhaftes Projekt für ihn. Seine Panzer und die Erhaltung wertvoller Heideflächen der Altmark und anderswo. Um sie zu erhalten, brennt er sie ab. Gezielt und kontrolliert mit dem Feuerpanzer. Das, was früher ziemlich rücksichtslos die Rote Armee hier in der Altmark besorgte, war für die Natur ein Segen, wie man heute weiß. Es klingt paradox, aber ohne regelmäßige Feuer würde die Heide verkrauten, überwuchern und irgendwann zu einem schnöden Mischwald werden. Durch Zufall kam Joachim Schulz auf diese ungewöhnliche Naturschutzidee. Und so ist aus dem jungen Traum vom Panzerfahrer ein Job geworden, bei dem er sich vor Anfragen aus ganz Deutschland kaum retten kann. Zum Schluss kommt der Löschpanzer zum Einsatz. Und wenn Joachim Schulz fertig ist, hat er verbrannte Erde hinterlassen. Fruchtbare Erde für ganz bestimmte Pflanzen und Tiere, die nur in einer Heide vorkommen und leben können. Das hier ist die Kolbitz-Letzlinger Heide. Sie bildet die südliche Grenze der Altmark. Es ist das größte zusammenhängende Heidegebiet Mitteleuropas. Seit über 80 Jahren wird die Heide militärisch genutzt. Erst durch die deutsche Wehrmacht, dann kam die Rote Armee. Und heute ist der Truppenübungsplatz inmitten der Heide Standort der Bundeswehr und absolutes Sperrgebiet. Selbst den Blick aus der Luft gewährt die Bundeswehr nur sehr selten. Ein Mann darf sich hier völlig ungehindert bewegen. Horst Schulze. Meine Eintrittskarte in diesen Hochsicherheitstrakt. Heute ist ein Bataillon aus den Niederlanden im Manöver. Sie wissen Bescheid, dass er auftauchen kann.
Horst Schulze ist Bundesförster in der Kolbitz-Letzlinger Heide seit fast 20 Jahren. Als ich kam, war die Ära der Nutzung durch die Rote Armee gerade zu Ende gegangen. Das heißt, ich habe hier keinen Sowjetsoldaten mehr erlebt, habe aber noch sehr eindrucksvoll eben gesehen, wie der Platz aussah und hinterlassen wurde von der Roten Armee. Haben die Sowjets denn alles mitgenommen? Ja. Oder haben sie hier viel noch liegen lassen? Sagen wir, was irgendwie an materiellem Wert war, sowieso mitgenommen. Es blieb sehr viel an wirklich Schrott zurück. Und ja, sehr desolaten Gebäude, manchmal einfach nur noch Ruinen, die in irgendeiner Form auch in der Landschaft standen. Was die eigentliche Problematik Hinterlassenschaft ausgemacht hat, war die Kontamination durch Munitionsreste, Blindgänger. Horst Schulze hat erlebt, wie dieses riesige Gebiet von alter Munition beräumt werden musste. In Karten war die nicht verzeichnet, wie es eigentlich üblich ist. Anfangs war es heikel, sagt er nachdenklich, sich mit dem Auto oder zu Fuß über diesen Platz zu bewegen. Seiner Familie, die er hier in der Altmark gründete, hat er wenig von der täglichen Gefahr erzählt. Heute kann er sich entspannt seiner Arbeit als Förster dieses sehr besonderen Reviers widmen. Das ist Ihr japanischer Teepavillon für das Päuschen zwischendurch. Sieht so ein bisschen so aus, hat aber mit Japan nichts zu tun. Das ist der Starenberg, eine der höheren Erhebungen auf dem Platz, im nördlichen Teil die höchste Stelle. Und früher eben schon zur Zeit der sowjetischen Nutzung der Punkt für ein Pavillon, um das Übgeschehen zu beobachten, für die Offiziere. So eine Art Feldherrnhügel. Und ich kriege hier mal so einen Eindruck von den Dimensionen, weil das ist ja wirklich riesig. Hier ist ja man muss dazu allerdings als Truppenübungsplatz, so ist es, oder? Hat man den Eindruck. Und wenn man hier rüber schaut, hat man so ungefähr ein Drittel des Truppenübungsplatzes, nur ein Drittel, praktisch im Blickfeld. Und wenn Sie heute hier oben stehen, sagen Sie, alles meins. Ja, ganz ist es so nicht. Meins ist es sowieso nicht, aber es macht schon auch immer wieder, selbst wenn man öfter hier ist, sehr großen Eindruck. Und die Flächeneinheiten hier sind schon riesig. Etwas ungewöhnlich für mitteleuropäische Verhältnisse. Es ist das größte unbewohnte Gebiet Deutschlands, sein Revier. Perfekt für Fuchs und Hase, Wildschweine, Hirsche und seit kurzem für ein Großraubtier. Horst Schulze traute seinen Augen nicht, als er ihn eines Tages erblickte. Ich sah auf der Jagd auf einmal ein Tier auf einer Wildwiese, wo ich im ersten Moment gar nichts mit anfangen konnte. Ich dachte an einen großen Fuchs, aber dann war mir sehr schnell klar, was es ist. Es ist im ersten Moment schon elektrisierend, beeindruckend. Die Tiere als solche sind sehr schön, sehr ästhetisch, insbesondere auch, wenn sie sich bewegen. Und es war schon ein sehr einprägsames Erlebnis, ja. Ist das der Moment, wo man weiß, warum man diesen Beruf ergriffen hat? Das wusste ich vorher auch schon. Er hatte zum ersten Mal einen echten, wild lebenden Wolf gesehen. Und das in seinem Revier. Eine Sensation. Denn Wölfe gelten als sehr scheu und haben sich in Deutschland erst wenige Lebensräume zurückerobert. Horst Schulze will Beweise und stellt an verschiedenen Punkten Fotofallen auf. Also ich habe jetzt eben gesehen, es sind 50 Bilderserien, A5 Bilder drauf. Das heißt also, sie hängt jetzt eine gute Woche. Also in der letzten Woche muss doch einiges an Auslösereignissen stattgefunden haben. Vielleicht ist ein Wolf drauf, werden wir sehen. Es waren Wölfe drauf. Der Beweis war erbracht. Mit diesen wunderschönen und sehr seltenen Tagaufnahmen. Ein halbes Jahr später kommt die nächste Überraschung. Welpen. Insgesamt 7 junge Wölfe machen das Rudel in der Kolbitz-Letzlinger Heide komplett. Ist das für den Wolf so eine typische Region, wo er sich heimisch fühlt? Oder ist der eigentlich ein Tier, das man auf diesen offenen Flächen so gut wie nie sieht? Weil der böse Wolf gehört ja in den dunklen Wald. Das stimmt nicht. Stimmt nur im Märchen. Also Wölfe haben genau 2 Lebensraumansprüche.
was sehr bescheiden ist. Mhm. Der erste ist satt werden, genug Nahrung finden. Der zweite, sie müssen sich sicher fühlen können. Mhm. In diesem Fall ist es eben ein Truppenübungsplatz, auf dem neben dem relativ guten Nahrungsangebot, hier gibt es recht viel Wild, die Störung durch Menschen eigentlich relativ selten ist. Die Störung durchs Militär verteilt sich auf eine große Fläche und ist insgesamt für die Wildtiere sehr schnell sehr berechenbar. Also Militär ist im Grunde dort kein Störfaktor. Und das hier sind Stellen, wo Sie schon mal was gefunden haben? Ja, also grundsätzlich sind diese langgezogenen Erdtracks durch die Panzer befahren, gerne angenommene Wege vom Wolf. Und ha, da haben wir auch schon, einen Pfotenabdruck. Da ist der zweite. Der ist nicht älter als 24 Stunden, weil wir hatten also einen extremen Niederschlag vorgestern. Und ich denke mal, sie ist aus der ersten Nachthälfte, letzte Nacht. Also relativ frisch. Die Wölfe waren hier, sind auch sicherlich noch irgendwo in diesem Bereich und haben hier den Tag verbracht, um heute Abend dann wieder auf die Jagd zu gehen. Und ja, das ist ja eigentlich... Wenn jetzt der Wolf hier auftauchen würde, würde er sich für uns interessieren? Vielleicht schaut er uns gerade zu. Horst Schulze ist inzwischen nicht nur Revierförster, sondern auch Wolfsbeauftragter. Er soll die Tiere schützen, aber auch die Menschen. Denn die Angst vor dem Wolf ist noch immer so sagenhaft wie im Märchen der Gebrüder Grimm. In Wahrheit gibt es für den Wolf hier in der Heide so viel Futter, dass er sich sogar aussuchen kann, ob er es mit jedem aufnehmen will und kann. Die ausgedehnten Wälder der Kolbitz-Letzlinger Heide sind besonders wildreich. Schon im 15. Jahrhundert war es das bevorzugte Jagdgebiet der Hohenzollern. Legendäre Kaiserjagden fanden hier statt. Um danach standesgemäß zu ruhen, ließ sich König Wilhelm IV. Von Preußen das Jagdschloss Letzlingen bauen. Am Rande der Heide gibt es eine weitere altmärkische Einmaligkeit. Da unten, der Kasten mit dem grünen Dach. Jetzt habe ich für Sie noch was ganz Spektakuläres. Die Wasserwerke von Kolbitz. Sagen Sie jetzt nicht Wasserwerke, boah, wie langweilig. Nee, überhaupt nicht. Wasser ist wichtig, das brauchen wir alle. Und hier gibt's was, das haben Sie noch nicht gesehen. Theophila. Das ist, ich zeig's Ihnen. Nein, das ist sie nicht. Das ist gewissermaßen ihr Herrchen, Gunther Hellmann. Jahrzehntelang war er der Chef der Kolbitzer Wasserwerke, von denen das sauberste Trinkwasser Deutschlands kommen soll. Es stammt aus einem eiszeitlichen Riesensee, der unter dem Kies- und Sandboden der Heide liegt und extrem sauber ist. Schön. Aber wo ist nun diese Theophila? Das ist sie. In einem schicken Terrarium lebt Theophila, das Krokodil der Kolbitzer Wasserwerke. Er oder sie? Das ist eine Sie, ja. Das heißt, 30 Jahre lang war es ein Er, bis es angefangen hat, Eier zu legen. Dann wusste man, dass es eine Sie ist. Ach so, ich dachte, also, die verändert das Geschlecht. Und haben schnell umgetauft, von Theophila auf Theophila. Du komm, ja, du bleibst so, wie du bist. Ja? Zeig dich in deiner vollen Schönheit. Ja? Deine Beißerchen sind in Ordnung. Sagenhaft, wie liebevoll man mit einem Krokodil sprechen kann. Gleich gibt's was zu fressen, ja? Wenn Sie kommen und rufen, dann denkt sie wahrscheinlich, ach, da ist der Vati. Wenn ich komme, denkt sie wahrscheinlich, ach, da ist das Futter. Das ist auch. Ich habe festgestellt, dass es auf meine Rufe noch gehört hat. Ja? Ja, ich habe früher immer gelockt, komm, 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 komm. Und dann ist er auch gekommen.
Also es gab Zeiten, da haben wir tatsächlich aus der Hand gefressen. Ja, nur freilich, meine Schönen, ja. Es war im Jahr 1974, als Gunther Hellmann und Theophila sich zum ersten Mal begegnen. Der Ingenieur war von der DDR-Regierung ins afrikanische Mali geschickt worden, um dort ein Wasserwerk zu bauen. Die Menschen waren so dankbar für das saubere Wasser, dass sie Gunther Hellmann reich beschenkten. Neben einem Trommelkurs bekam er ein echtes Krokodilbaby geschenkt, Theophila. Das sind Sie? Ja, das bin ich. Ja, 35 Jahre, ist klar. Ich bin wenig gealtert. Ich habe man sieht nicht. Haben Sie inzwischen ein Handy oder trommeln Sie noch? Ich trommel schon wieder. Ja. Gunther Hellmann ist jetzt Rentner und hat Zeit zum Trommeln und für Besuche bei Theophila. Sie hat ihm ein sattes Leben und er ihr eine kostenlose Qualitätskontrolle zu verdanken. Es gab in den DDR-Wasserwerken gab es zum Beispiel zum Testen auf Ungiftigkeit Forellen und andere Fische, die man beobachtet hat, ob da irgendwelche Schadstoffe drin sind. Und diese Funktion haben wir den Theophil zugeteilt. Wenn er das Wasser vertragen kann, kann es die 600.000 Einwohner, die das Wasser trinken, auch. Und jetzt hat Theophila Hunger? Ja, die hat... Ich weiß es nicht genau, aber 2-3 Wochen braucht es an sich nicht zu fressen. Und dann nimmt es mal einen Pfund, 2 Pfund. Mit nur einer Mahlzeit alle 2 Wochen hat es Theophil, also Theophila, von einst süßen 23 cm auf knapp 4 Meter gebracht. Eine sagenhafte Energiebilanz. Nur einen Steinwurf vom Kolbitzer Wasserwerk entfernt, stoßen wir auf diese Riesen-Borkuli-Felder. Es heißt, dies sei ein Ort, der die Fantasie in den Wahnsinn treiben kann. Nüchtern betrachtet ist der Riesen-Brokkoli das Wipfeldach des größten zusammenhängenden Lindenwalds in Europa. Er steht unter strengem Naturschutz. Seine Kernzone darf nicht betreten werden. Ich bin hier mit Herbert Bielang verabredet. Er ist einer der wichtigsten Naturschützer in Sachsen-Anhalt, Hobbyvogelkundler und Historiker. Und wenn man ihm zuhört, wird schnell klar. Vor allem ist er ein Verehrer dieses zauberhaften Lindenwaldes. Von Januar bis Dezember, egal wann man hier ist, herrliche Ruhe. Man trifft hier wirklich nur die Natur. Ab und an einen Gesprächspartner, dass man höflich sagt, guten Tag, macht ein Fachgespräch und dann geht man weiter und man ist wieder alleine. Wunderschön. 200 Jahre ist der Kolbitzer Lindenwald unberührt von Menschenhand. Bäume fallen um und verrotten. Neue entstehen, wie es die Natur will. Eine Art Urwald mitten in der Altmark. Ein kleines Paradies. Bietet denn der Lindenwald auch für ganz spezielle Tierarten ein Reservoir? Genauso ist das. Wir haben hier mehrere Spechtarten drin, wobei der Mittelspecht, das ist also die kleine Ausgabe vom großen Buntspecht, okay, der ist hier der häufigste. Dann brütet hier der Schwarzspecht, Grünspecht, Breinspecht, der Wenderhals, auch eine Spechtart. Und was ist mit den Tieren, die jetzt nicht in der Luft sich bewegen, sondern die am Boden rumkrauchen? Ist da was Besonderes? Mir hat irgendeiner was von dem, ich weiß nicht, was Sie davon halten, vom Lipomorph erzählt. Ja, der ist natürlich mit ziemlicher Sicherheit auch da, neben anderen Säugetierarten. Aber wie das so ist, am Tage wird er mit ziemlicher Sicherheit nicht zu sehen sein. Und wer traut sich nachts schon alleine in diesen Lindenwald, wenn die meisten ja nicht wissen, die finden zwar einen Eingang, aber in den seltenen Fällen wieder einen Ausgang. Ich glaube nicht, dass schon jemand den zu Gesicht bekommen hat. Ich habe nämlich versucht, den zu googeln. Ich habe immer was gefunden und das klingt ziemlich blödsinnig, von einem dreibeinigen Kaninchen. Stimmt das? Ja. Durchaus. Wenn man fest dran glaubt, ist im Lindenwald fast alles möglich. Es ist mehr so ein sagenhaftes Tier. Ich denke schon. Ich denke schon. Aber ich habe es nicht aufgegeben, da den vielleicht doch noch mal zu finden. Ein Lepomorph. Mysteriös.
wie auch die Entstehung des ganzen Waldes. Angeblich habe Napoleon Teile der Altmark gerodet und nur die für den Schiffbau wertlosen Linden stehen lassen. In deren Unterholz konnten sich offenbar fantastische Wesen entwickeln. Aber wie gesagt, wirklich gesehen hat bislang niemand das Lepomorph. Was sich dort im äußersten Süden der Altmark aufbaut, ist absolut echt und wahr. Die Weißen Berge, die höchste Erhebung von hier bis zur Ostsee. Der Kilimandscharo von Zielitz. Es ist ein Berg ganz und gar aus Rohsalz. Von 42.000 Tonnen Material, die hier täglich im Kaliwerk Zielitz gewonnen werden, sind 30.000 Tonnen nicht zu gebrauchen und landen als Abraumsalz auf der Halde. Knapp 130 Meter hoch ist der Kilimandscharo und wird jeden Tag ein bisschen größer. Für die Menschen am Fuße des Berges ist er vor allem eines, ihr wichtigster Wetterhahn. Denn bei zunehmender Luftfeuchtigkeit verfärbt sich der salzige Abraum und sagt schon Tage vorher, dass es bald regnen wird. Nur ein paar Kilometer weiter liegt der Naturpark Drömling. Er bildet über viele Kilometer die westliche Grenze der Altmark. Jahrhundertelang war er unbetretbar und wurde Fremden ein Grab. Es war ein riesiges Moor. Erst im 18. Jahrhundert lässt der Preußenkönig Friedrich II. Gräben und Staudämme ziehen. Die Arbeiter dafür kamen vor allem aus Flandern. Und mit ihnen entwickelte sich die klare, einfache Sprache der Arbeit, Plattdeutsch. Bis heute hat die sich hier erhalten. Einmal im Monat, da treffen sich hier im Breiteicher Wiesencafé Einheimische und Zugereiste zu so einer Art, wie soll ich sagen, Volkshochschulkurs. Da lernen sie gemeinsam Plattdeutsch. Aber nicht das norddeutsche Platt, sondern das Altmärker Platt. Stuf oder Dörr und sagt Gott weg, Kerls, Gott weg, ich bin nur ein Klo. Die Alten erzählen Geschichten und die Jungen hören zu. Sagenhaft. Anderswo führt genau das zum klassischen Generationenkonflikt. Hier ist es erwünscht. Denn nur noch die Omas und Opas der Altmark sprechen fließend Plattdeutsch. Und schlecht rasiert wäre der Dürr auch noch. Darf ich mal was sagen? Ich bin neu hier, ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht mal, wie man in Altmärker Platt richtig Guten Tag sagt. Sagt ihr Moin Moin oder was? Nee. Guten Tag. Guten Tag, sag ich mal. Ja, dann bin ich auch wieder still und hör zu. Ich weiß das noch von früher, jeder Bauer hat so Teil 12 Kühe. Und im Frühjahr, denn wer soll noch arbeiten? Das ist allerdings keine leichte Übung. Ich verstehe maximal ein paar Worte. Ich brauche dringend eine Übersetzung. Für die Geschichte, die hier gerade zum Besten gegeben wird, über den ersten elektrischen Zaun der Gegend, eine Kuhherde und einen dummen Jungen. Mein Nachbar übersetzt für mich. Da gibt es also den ersten elektrischen Zaun. Nach einer guten halben Stunde muss einer mal aus unserer Runde. Was meint ihr, was der Kerl rumbrüllt, als sich sein Strahl mit Strom befüllt? Nehmt nur die paar Worte hin, da geht bestimmt keine Kuh mehr rin. Sind das persönliche Erfahrungen? Ja. Ja? Oh. Auch persönlich, auch ich bin so nebenbei noch Hobbyhickler.
Nee, ich dachte jetzt, ob Sie persönlich an den Zaun zu dicht gekommen sind. Nein. Wenn Sie nächstes Mal kommen, dann müssen Sie einen Dolmetscher mitbringen. Ich versuche mir mal bitte mal mit an. Dass ich ein bisschen was lerne hier bei Ihnen. Entstanden ist die lebensfrohe Plattrunde, weil Wolfgang Witte beim Feuerwehrfest vor 2 Jahren eine Schnapsidee hatte. Er und sein Kumpel Gerald König zerrissen einen 10-Euro-Schein, den sie erst wieder kleben wollten, wenn sie eine Gruppe von Plattsprechern zusammenkriegen. Als sie das angefangen haben, waren die Leute gleich begeistert oder gab es da erst so Zögerlichkeiten? Wir haben erst gedacht, da wird wohl keiner kommen. Denkst du? Na, wir hatten gedacht, wenn das 6-7 Mann werden, ist gut. Ja, die Klappe, die Tür ging nicht mehr zu. Geheult war die Hütte doch auch voll. Ja. Warum ist es für Sie so wichtig, diese Sprache zu erhalten und vor allen Dingen sie zu sprechen? Also wir fühlen uns ja zugehörig zu unserer Region hier. Und das ist die Sprache der Region, die wir von unseren Vorvätern kennen, unseren Eltern, Ureltern, Urgroßeltern. Und das wollen wir auch so beibehalten, dass auch unsere Kinder später noch mal können. Weiterführen, dass jemand kann. Dass sie es auch noch können. Also das ist schon Altmärker Heimatverbundenheit, ja? Ja, davon wir gehören ja hierher. Und Platt ist doch schön gerade raus, ne? Ja. Man hat den Arbeitston, man hat Befehlston. Bitte gibt es auf Platt nicht. Und dann kann man sich sagen, was man will. Hinterher ist man sich doch nicht ach. Wir bewegen uns weiter in den Norden der Altmark und kommen in die ehrwürdige Hansestadt Salzwedel. Im Mittelalter war sie berühmt wegen ihrer Gewandschneidergilde. Von hier kamen die schönsten Tuche, die auf dem Fluss Jeetze in Richtung Lübeck und Hamburg verschifft wurden. Die Stadt strahlt bis heute ihren mittelalterlichen Wohlstand aus, mit zauberhaften kleinen Gassen, Fachwerkgiebeln und der Marienkirche. Inmitten der ganzen alten Pracht das Hanseat, ein Musikclub, der 4 Jungs jahrelang Wohnzimmer war. Hallo und herzlich willkommen zu Deutschlands schönsten Proberäumen. Also ich stand auf jeden Fall hier. Mikro, Bass. Frank, dein Schlagzeug war da eigentlich in der Ecke. Und vorne war dann quasi eine Couch und ein Fernseher mit einem, was war das? Gamecube. Da haben wir Mario Kart gespielt. 1, 2, 3, 4. Wir sehen jetzt alle so gut aus, besser als bisher. Wir haben gelesen. Diese verdammt gut aussehenden Jungs sind der derzeit erfolgreichste Musikexport der Altmark. Adola nennen sie sich nach der ungarischen Zeichentrickserie aus den 70er Jahren. Ein Junge, ein Hund und ein heißer Draht ins Jenseits. Adola soll eigentlich Geige üben, haben ihn seine Eltern aufgetragen. Macht er aber nicht, hat er keine Lust.
Stattdessen hat er in seinem Geigenkasten eine auflassbare Rakete. Mit der geht er dann immer so nachts aufs Dach, nimmt seinen entsprechenden Hund Schnuffi mit und dann bläst er die Rakete auf und dann schnappt er sich seinen Hund Schnuffi und fliegt damit dann nachts zu fremden Planeten. Er geht aufs Dach, wir gehen in den Proberaum. Und heute sind wir sogar auch auf dem Dach. Noch mehr Parallelen kann man ja wohl gar nicht aufmachen. Stimmt. Wie schlecht. Sie waren Schulfreunde und träumten nicht etwa davon, Profifußballer oder Polizist zu werden. Sie wollten Rockstars sein. Jetzt sind die vier Ende 20 und sind Rockstars. Alles, was wir suchten, haben wir gefunden hier an diesem Ort. Hier sind sie aufgewachsen. Es gab kaum Clubs, kaum andere Bands, denen man nacheifern konnte oder musste. Das haben sie nicht als Mangel, sondern als befreiend empfunden. Die Altmark, klar, ist eine, wie sagt man immer so schön, strukturschwache Region. So sieht's aus. Und für uns war das gut, dass es gab keine Ablenkung. Wir konnten immer Musik machen, weil es gab keine coolen Clubs, in die man gehen konnte oder Kneipen oder dicke Konzerte oder was weiß ich, sondern wir haben einfach Musik gemacht. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass jetzt vielleicht hier noch nichts entsprungen ist, sag ich mal, so in die große, weite Welt. Aber ich meine, wir könnten ja jetzt mal zumindest Anfang versuchen. Adola sind von der Altmark in die große, weite Welt gestartet, haben in ganz Europa gespielt und standen 2013 für Sachsen-Anhalt auf der Bühne des Bundesvision Song Contest. Manchmal können sie ihren Erfolg selbst kaum glauben und müssen sich mal kurz schütteln, wenn sogar ihre einst so besorgten Familien inzwischen ganz entspannt sind. Mittlerweile kommen natürlich auch so ein bisschen Resultate, dass man jetzt das zweite Album hat und dass man so rumfährt und das sehen die sieht die Verwandtschaft dann wird auch gar nicht mehr gefragt, wie weit es im Studium ist und so, also ist bei mir jedenfalls so. Und dann sehen die nur, ja, du standst in der Zeitung, alles cool, ja, ach, wegen dem Bachelor, da ist egal. Ihre Herkunft aus dem musikalisch unbeschriebenen Blatt Altmark hat ihnen nie geschadet, sagen die Jungs. Im Gegenteil. Musikkritiker schwärmen von ihrem völlig unabhängigen Stil. Das habe viel mit ihrer Heimat zu tun, mit der Ruhe und einer spröden Kraft, die der Altmark eigen ist. Adolas Heimat Salzwedel ist auch die einer bemerkenswerten Frau. Die starke und unbeugsame Jenny Marx, spätere Ehefrau von Karl, wurde hier geboren. Und noch etwas Besonderes hat Salzwedel zu bieten. Den legendären Baumkuchen. Früher galt der als Genussgut der Reichen und Bürgerlichen. Heute duftet es in Salzwedel an jeder Ecke nach dem König der Kuchen. Nur wenige Kilometer nördlich von Salzwedel verlief die innerdeutsche Grenze. Noch heute deutlich zu sehen. Eine breite, teilweise schnurgerade Spur. Gleich hinter Salzwedel war einer der wichtigsten Grenzübergänge zur Bundesrepublik. Hier verlief auch der sogenannte Todesstreifen. Heute das Grüne Band, ein Naturschutzgebiet, in dem vor allen Dingen seltene Vogelarten nisten. Auch das gesamte Nordufer des Arendsee war Sperrgebiet.
Heute ist er eines der beliebtesten Ausflugsziele der Altmark. Im Sommer als Badesee und Fahrradfahrerparadies. Sein schönstes Spektakel bietet er allerdings im Spätherbst. Tausende Wildgänse sammeln sich dann abends über dem See, übernachten, geschützt vor Füchsen und Mardern auf dem Wasser und fliegen am nächsten Morgen geschlossen Richtung Süden. 2012, da wurde der Arendsee übrigens zum schönsten See Deutschlands gewählt und schlug sogar den Vorjahressieger, den Tegernsee. Der Arendsee ist halt auch eine Naturschönheit. Und mit seiner sagenhaften Geschichte zieht er die Menschen Jahr für Jahr magisch an. Sogar heiraten kann man hier. Der Schaufelraddampfer Queen Arendsee ist das einzige schwimmende Standesamt von Sachsen-Anhalt. Der Arendsee ist der größte Binnensee in Sachsen-Anhalt und bis zu 50 Meter tief. Sein Wasser ist besonders sauber und klar. Auf dem See gibt es einen einzigen Fischer. Den besuche ich morgen früh. Abends genießt der auch die Stille und die Schönheit dieses Ortes. Fischer Wilfried Kagel ist Frühaufsteher. Und ich damit heute zwangsläufig auch. Wir sind für den ersten Fang des Tages verabredet. Es soll hier im Arendsee eine sehr seltene Fischart geben, die nur Wilfried Kagel fängt. Das ist jetzt Ihr Reich hier, Herr Kagel, hä? Der ganze See. Der ganze See. Wo geht's jetzt hin? Wir fahren jetzt hier rüber Richtung Arendsee, so gut drei Viertel über den See. Und da stehen die Schwebenetze. Und da holen Sie jetzt die kleine Marine raus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie eine kleine Marine. Was ist denn das für ein Fisch? Der gehört zu der Familie der Lachse und Forellen. Also was Schönes, was Gutes. Und braucht die kleine Marine besondere Bedingungen? Die kleine Marine braucht klares, sauerstoffreiches Wasser. Kommt die noch woanders vor hier in der Altmark? Nee. Eine Plaudertasche ist er nicht, der Herr Kagel. Ein echter Fischer eben. Aber wenn er erzählt, hat das Hand und Fuß, dass der Arendsee auf einem Salzstock ruht und schon mehrmals tief eingebrochen ist. Ideal für die kleine Maräne. 44 Jahre bewirtschaftet ich diesen Arendsee. Und wie lange wollen Sie noch? Bis ich 93 bin. Das ist ja noch lange hin. Jo. Wilfried Kagel kam als ganz junger Mann aus Brandenburg in die damalige Fischerbrigade Arendsee. Von Verlieben würde er niemals sprechen, aber es war sowas in der Art, denn er wollte hier nie wieder weg. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Nein. Sie Bescheid. Holen wir einen von ich Land. Ich brauche keinen. Mal sehen. Nach der Wende hat er sich selbstständig gemacht und ist jetzt weithin bekannt als der Maränenfischer vom Arendsee. Da, hier kommen sie. Das sind Maränen? Das sind Maränen, hier. Schöne, lebendige Maränen, hier. Herr Kagel, ist das eine gute Ausbeute? Ob gut, ob schlecht. Man muss immer mit dem zufrieden sein, was man so fängt, ja. Wollen wir sagen, das hier, na ja, schöne Fische, aber wenig, ja. Sehe ich das richtig? Fischer sein ist Ihr Traumberuf? Ja, meinen Sie denn jetzt Traumberuf? Oder wären Sie lieber was anderes geworden? Fleischfahrer.
Pfarrer? Ja. Wieso das? Na ja, da hast du viel Freizeit. Ach so, ja. Pfarrer wäre vielleicht. Protestantischer Pfarrer, ja. Sonntags bereitest du deine Predigt für Sonntag vor. Und das war's? Und das war's, ja. Nein, ich stamme aus einer Fischerfamilie. Mein Vater war schon Fischer. Mein Großvater, mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater auch. Da sind Sie fast mit Schuppen auf die Welt gekommen, ne? So ungefähr. Aber Fahrer wäre auch nicht schlecht, stimmt. Hätten Sie heute frei? Ja, natürlich. Kagels Maränen sind so begehrt, dass die guten Restaurants der Gegend vorbestellen. Und nicht nur die Köche warten an Land auf Nachschub. Dieser kapitale Karpfen ist nur ein dicker Beifang. Das sind nur die Nerven. Ja. Das für die Katze. Wenn die Katze kommt. Die weiße? Ja. Na, da kommt sie schon. Das hier ist Rolf. Das ist Rolfi. Rolfi, hier ist der Fisch. Hat er ihn gefunden? Nee, ja, jetzt. Ja, die fressen nur Maränen, keine Plätze oder. Echt? Nur Maränen fressen die. Feinschmecker. Herr Kagel, es gibt doch hier so eine Geschichte, dass hier auch eine Mühle unter Wasser ist, oder? Ja. Passt ist da auf. Was dran? Passt auf. Und zwar sagte man vor dem letzten Einbruch, vor gut 300 Jahren, dass da der Müller Arend tätig war. Und dann zog ein Unwetter auf. Mit Blitz und Donner. Und da hat die Frau gerufen, Arendsee. Das heißt Arendsee, was da war. Ah. Und dadurch ist der Name Arendsee entstanden. Rolf braucht Nachschub. Rolf braucht Nachschub. Soll bei diesem Unwetter im Arendsee vollständig versunken sein. Nichts weiter als eine schöne Sage, dachten die meisten hier lange Zeit. Vor wenigen Jahren suchten Taucher den Grund des Arendsees nach einem Beweis ab. Und sie fanden ihn. In 50 Meter Tiefe lag im Schlick des Bodens ein uralter Mühlstein. Sagenhaft. Eine Stiege Maränen geht heute gleich ins Nobelrestaurant Deutsches Haus in Arendsee. Der restliche Fang wird geräuchert. Wilfried Kagel, der ja bis zum 93. Lebensjahr arbeiten will, hat für diese entfernte Zeit vorgesorgt. Sein Sohn ist zwar bisher nur Trockenfischer, aber er ist der Räucherofenexperte der Familie. Maräne, frisch geräuchert und noch warm, gibt's immer ab Mittag in Kagels kleiner Gartenkneipe. Mitunter warten die Leute schon ab früh auf den Fisch, der grätenarm, zart schmelzend und leicht nussig schmecken soll. Ich bin gespannt. Dann können wir heute mal beide noch zum Abschluss Fisch essen. Maräne essen. Essen Sie jeden Tag Fisch? Nee, jeden Tag nicht, aber einmal die Woche. Und sonst Fleisch oder nur Gemüse? Fleisch auch gerne. Ja? Ja. War nicht schlecht. Thank you.
Wir sind ganz im Norden der Altmark. Gleich hinter dem Arendsee beginnt das Wendland und ein Stück weiter Brandenburg. Hier liegt auch die kleinste Hansestadt Deutschlands, Werben. Wer von dort weiter nach Westen will, muss die Elbe überqueren. Brücken gibt's hier oben nicht. Aber Fähren. Diese hier in Räbel gab's schon Mitte des 15. Jahrhunderts. Es ist eine Gierseilfähre, die zum Überqueren die Strömung des Flusses nutzt. Ein beschauliches Erlebnis für alle, die auf dem Weg ins schöne Havelberg sind. Neben Tangermünde ist Havelberg die vielleicht schönste Stadt der Altmark. Auch hier ist der Reichtum der alten Hanseherrlichkeit zu sehen. Die Altstadt liegt auf einer Insel. Berühmt war die Stadt vor allem für ihren Schiffbau. Das sprach sich bis nach Russland herum. Der Seefahrer, Zar Peter I., kam im 17. Jahrhundert auf der Suche nach guten Schiffen nach Havelberg. Neben den prächtigen Städten und den Naturparadiesen hat die Altmark noch einen Schatz zu bieten. Kaum irgendwo gibt es so viele wunderschöne Güter, Schlösser und Herrenhäuser wie hier in der Altmark. Mitunter idyllisch versteckt hinter kleinen Wäldchen. Sie sind verteilt über den ganzen weitläufigen Landstrich. Viele dieser Herrenhäuser und Schlösschen wurden in den letzten Jahren saniert. Häufig von jungen Leuten, die zum Studium oder zum Arbeiten in die Ferne gezogen waren und jetzt nach Hause zurückkommen. Das Schloss Krumke bei Osterburg ist so ein Fall. Das ist das wunderschöne Schloss Krumke mit Park. Schon 1170 entstand hier eine Burg, später dann das Schloss. Hier wohnten Herzoginnen, aber auch reiche Bürgerliche. Zu DDR-Zeiten war es eine Tuberkulose-Heilstation, danach dann Kinderkurheim. Anschließend verfiel das Anwesen. Inzwischen ist es wieder liebevoll saniert und restauriert von zwei jungen Männern, die hierher zurückgekommen sind in ihre Heimat. Sogar heiraten kann man auf Schloss Krumke. Und anschließend neuerdings standesgemäß aus Sammeltassen Kaffee trinken und Altmärker Torte essen. Und zwar hier, beziehungsweise da drüben, im Kavaliershaus bei Annegret Spillner. Ehrlich gesagt hatte ich mich genau darauf gefreut. Kaffee und dicke Torte. Aber Annegret hat andere Pläne und ich muss mit. Kuckuck. Wir legen gleich los. Ja, sehr gern. Grüß dich. Herzlich dann. Willkommen. Auf die Fahrräder und auf los geht's. Auf die Fahrräder fertig, los. Die schönen alten Kannen und Tassen bleiben noch kalt, denn Annegret braucht Zutaten für ihre Kuchen und Torten. Die holen wir nicht im Supermarkt, sondern bei einer Nachbarin. Genau das hatte Annegret vermisst, als sie zum Studium weggegangen war. Dieses schöne Gefühl, Land und Leute zu kennen.
Sie kam zurück als studierte Kulturwissenschaftlerin und blieb als unerfahrene Tortenbäckerin. Die Dame, von der wir jetzt die Eier holen, ist eigentlich die Backfrau hier im Ort. Oh. Das heißt, ich habe da auch eine Weile gebraucht, um meine Anerkennung zu bekommen. Und mittlerweile tauschen wir uns auch über Kuchenrezepte aus. Endlich am Ziel? Jawohl, hier wohnt die Eierfrau. Die Eierfrau. Wie ist das hier? Geht man einfach so rein? Ja. Und die Türen werden nicht abgeschlossen, oder? In der Regel nicht. Die meisten haben einen Wachhund. Ach so. Da gibt's auch hier. Hallo, Anni. Ja. Ich möchte gern Eier haben. Hallo. Ja, du willst wieder Kuchen backen. Ganz genau. Oder die da am Tisch reinlegen? Sehr gerne. Die sehen ja prächtig aus. Wunderbar. Und du hast ja so schöne Grüne dabei. Ja, das ist so eine. Hast du die Hühner? Dann nehmen wir mal raus. Das ist Bio. Bio-Eier? Ja, richtig. Oh, klasse. Wir haben die Wiese da alles. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen Rhabarber für mich. Ich möchte gerne Rhabarber mit See backen. Hm? Schön. Ja, der schmeckt doch wunderbar. Ich geh mal helfen. Was muss Annegret dafür zahlen? Ich lade Annegret auf Kaffee Euro. Und Kuchen. Kaffee und Kuchen am Sonntag. Sonntag Kaffee und Kuchen, nicht Annegret? Ganz genau so machen wir das. So geht das hier auf dem Dorf? Ja. Ach ja. Ja? So kriegen Schön. Wir das schon mal hin. Das machen wir schon. Hm. Na dann. Dankeschön. Vielen Dank, ich muss ihn jetzt schälen. Tschüssi. Ja. Hab mich gefreut. Viel Spaß. Danke. Das Grünzeug brauchen wir doch nicht, oder? Na, das machen wir vor Ort ab. Da hält er sich noch ein bisschen länger frisch. So. Das hätten wir doch Anni jetzt hier in den Vorgarten pfeffern können. Für die Hühner. Für die Hühner. Daher die grünen Eier. Rhabarber-Eier. Und los geht's. Na dann. Annegret, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Rhabarber? Wir machen ein Rhabarber-Baiser. Okay, du schneidest jetzt das grünzeugartig ab und unten und ich ziehe ab. Ja, zieh mal ab. Wie geht ein Baiser? Rhabarber kenne ich, habe ich auch schon gekocht. Baiser ist hier in der Altmark eine Disziplin für sich und auch ein Kuchen, eine Torte, die darf niemals fehlen. Die darf auch im Café nicht fehlen. Also wenn ich sonntags keinen Rhabarber oder Stachelbeer oder Kirschbaiser habe, dann habe ich ganz viele enttäuschte Gesichter. Ist das nicht so Zeug mit Eischnee? Darum ganz die Eier? Genau, ganz viele Eier. Ja. Alles ab? Oder kann man da auch so ein bisschen rumfuschen? Man kann, das Rumfuschen ist blöd, weil beim Kauen merkt man das nachher, dass man Fäden im Mund hat. Wir haben Spargel, da magst du auch keine Fäden im Mund. Sag mal, und mit deiner Backerei hast du dann auch deinen Enrico überzeugt? Ja. Echt? Ja. Liebe geht durch den Magen, der Klassiker? Ja. Du standst mit einem Törtchen bei ihm vor der Tür und hast gesagt, geh mit mir in die Altmark. Nein, wir haben uns übers Café kennengelernt. Ach so? Ja. Wie ging das? Ich habe mich hier selbstständig gemacht und habe dann natürlich Leute gesucht, die mir helfen, weil allein kann ich das ja gar nicht alles machen. Und ein paar Wochen später stand er vor der Tür und sagte, du Annegret, ich habe da jemanden, der bei dir mitarbeiten würde. So, ja, wer denn? Ja, ich. Hä, das geht ja gar nicht, du hast ja dein, stehst doch im Lohn und Brot. Was hat er denn gemacht vorher? Er ist Lokomotivführer, das ist auch immer noch. Das heißt, er ist hauptberuflich, zieht er Güterzüge durch ganz Deutschland. Aha. An den Wochenenden hält er sich bereit und hilft dann hier im Café mit. Dafür kommt er jedes Wochenende hierher. Sozusagen. Na, er hat wahrscheinlich noch andere Gründe. Ja, er mag es ja hier auch sehr. Er ist auch gebürtiger Osterburger. Und somit teilen wir beide die Liebe für die Heimat, für die Gegend und sind sehr gern hier. Enrico, der Lokomotivführer, liebt nicht nur Annegret, er liebt auch guten Wein. Den an den Mann zu bringen, war auch nicht leicht in der bodenständigen Altmark. Nur gut, dass beide das gleiche Naturell haben wie ihre Gäste. Die anfängliche Skepsis gegenüber den jungen Unternehmern im Dorf haben sie einfach abgewettert. 2 Jahre lang haben sie die kleine Wohnung neben dem Café ausgebaut und jetzt sind sie hier in der Altmark zum zweiten Mal richtig zu Hause. Ist das häufig, dass junge Leute wieder zurück in die Region kommen? Mittlerweile schon mehr. Also es gibt, also viele junge Leute lieben diese Gegend hier einfach, in der sie groß geworden sind. Und versuchen ja irgendwie Fuß zu fassen. Und was gibt's hier zu tun? Das ist die Schwierigkeit, aber Selbstständigkeit ist zum Beispiel ein Ding, das so ganz gut geht, wenn man sich so ein bisschen einfach eine kleine Idee hat und sagt, okay, ich mache das hier mal irgendwie alles alleine. Und hier geht ganz viel nur über einen Ruf, ne?
Also wenn du gut bist, dann spricht sich das rum. Du brauchst gar nicht viel Werbung machen in irgendwelchen Zeitschriften oder irgendwelchen Annoncen, sondern du musst mit dem, was du machst, musst überzeugen. Sonntagnachmittag mit Rhabarber und Stachelbeer-Baiser. Punkt 3 Uhr wird es hier voll. Die Altmärker, sagt Annegret, sind ziemlich akkurate Leute, die sich für den Genuss am Wochenende genau 2 Stunden Zeit nehmen. Und Genuss heißt in der Altmark Torte. Inzwischen ist das halbe Dorf am Wochenende im Kavaliershaus. Den Kaffee trinken sie aus einst eigenen Sammeltassen, die sie Annegret irgendwann einmal geschenkt haben. Denn hier, im schönen alten Kavaliershaus, sei das schöne alte Geschirr am besten aufgehoben. Das befand auch die Eier- und Backfrau Anni, für die jeden Sonntag reserviert ist. Tisch 1. Schmeckt wunderbar. Nico. Mit Mandarinen kann man das auch machen. Meine auch. Ich hatte Himbeer. Ich genieße sie. Sonst kenne ich ja die Sahne und die Stachelbeeren mischen, wie Sabine das macht. Ach so, und aber sie hat sie angedickt und schmeckt auch. Ach stimmt, gut. Sabine macht die zwischen. Ja, und hier auch. Ich mache das auch so wie schön. Ich mache das auch so wie Anne. So, ja, andicken und dann Sahne rüber. Baiser ist richtig hart. Ja, schön. Ja, so ist das richtig. Darf ne? ich mal klauen, Anni? Oh ja. Doch. Erzählen. Esse ich noch ein Stück? Na klar. Eigentlich könnte man ja noch ein Stück essen. Ne? Nein, in aller Regel neigen die Altmärker nicht zu Übertreibungen. Nur was die Schönheit und die Ruhe ihres Landstrichs angeht, da protzt die Altmark zu Recht. Sie ist wirklich besonders, die Altmark. Weite Kulturlandschaften, Felder, Wiesen und Wälder. Aber was die Altmark für mich wirklich einzigartig macht, das sind die Menschen, die Altmärker. Hier kann man wirklich Typen treffen, die sind sagenhaft. Und sagenhafte Gestalten interessieren mich auch. Mein Freund, das Lepromorph. Mein Auftritt als Jäger-Sammler. Fischer Kagel wird sich wahrscheinlich fragen, wo sein Kescher ist. Bring ich nächstes Mal wieder. Hase!